Ist heute schon Vatertagstour? Einmal üben oder? Was? Wir kommen gerade von einem Termin bei Bernd. Der wohnt zwischen Bremen und. Zwischen Bremen und? Hamburg. Und wir sind heute beim Bernd. Hallo Bernd. Moin. Schön, dass wir hier sein können. Kräftiges norddeutsches Moin. Das heißt, ihr wisst, wir sind in Norddeutschland. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich bin gerade so raus. Das war jetzt viel zu lange Pause. So, jetzt haben wir heute viel über die neue, über die dachintegrierte Lösung und Mikrowechselrichtertechnologie. Ja, jetzt sind wir nach unten in den Keller gewechselt. Ach, trotzdem kommen von draußen noch Geräusche rein. Also ich glaube, das ist meine Frau sogar. Abschalten. Nein, das ist lass mal. Ich glaube, das hört man nicht. Und ja, irgendwie war da plötzlich ein Baum und ja, mit dem ist unsere Drohne kollidiert und jetzt ist sie hinüber. Genau, also nochmal zusammenfassend. Auf dem Dach sind. Das lass mich überlegen. warte, ich muss mal rechnen. Ja, okay. Wahnsinn. Fast 500 Kilometer rein. Und was machen wir? Wir fahren heute zum Thorsten. Thorsten kennt ihr vom Kanal Weiß nichts Welt. Und Thorsten hat ja seine Anlage erweitert. Und die Erweiterung wollen wir uns heute mal anschauen. Genau. Aber ich weiß ja, wie das ist. Weißt du, dann sitze ich da vor dem Video und denke, oh, nö. Es ist ja, auch wenn Netzbezug kein Verbrechen ist, wie ein berühmter YouTuber mal sagte, entweder macht man den Speicher ein bisschen größer oder eben die PV ein bisschen größer und kriegt die Autarkie damit auch hoch. Mhm. Und das ist halt mein Weg. Wenn dann mal was aus dem Netz kommt, naja gut, dann ist das auch nicht ja. So schlimm. Lass mal Finger weg, mach mal weg. So Jan, du hast hier ja deinen Altbau aus dem 18. Jahrhundert, hast dich trotzdem für eine Wärmepumpe entschieden. Wie läuft's denn? Ja, seit 4 Wochen würde ich sagen, ja. Ganz gut. Ja. Die Erkenntnisse sind da. Also du hast auch nichts saniert oder so? Nein, ja. Das planen wir für nächstes Jahr. Dann. Ja. Fenster dann, kommen nächstes Jahr dann auch. Genau. Aber also ihr habt jetzt noch offene Fensterlöcher, aber die Wärmepumpe, das klappt alles. Das läuft. Ein bisschen größer als Jan. Ja, das wird sich heute auch nicht mehr ändern. Und ich würde sagen, Jan, lass uns mal reinschauen. Machen wir mal auf. So, tada, da haben wir's. Wo ist der Zählerstand? Ich wollte jetzt eigentlich rüberblenden. Ich wollte ja. Auch mal was sagen. Ach so, Entschuldigung, ja. Und? Herzhaft. Hämmer hat's gegeben. Ja, passt. Sag mal, passt. Martin, sag mal was. Hallo. Wir müssen uns jetzt mal einigen. Wer ist er, wer bin ich? Also ich glaube, ich habe das aus dem kleinen Shop. Bin ich Hase? Also ich bin Hase, du bist Martin. Okay. Gut. Gut, ansonsten, wenn ich hier gucke, das scheint deine Hobbywerkstatt hier zu sein. Und falls mal was passiert, hast du hier auch noch zwei Verbandkästen an der Wand hängen gleich, oder was ist das? Nein, das sind jetzt die beiden alten Wechselrichter für meine Volleinspeisung. Ah. Das ist Solarmax, das war damals ja. Sehr bekannt, der Schweizer Firma. Wir sind unterwegs mit unserer Serie Zeig deine PV. Wir sind heute im schönen Unterfranken beim Marco. Hallo Marco. Hallo. Schön, dass wir hier sein können. Gerne doch. Einiges vorweg. Wir haben heute frohen Leichnam, einen hohen katholischen Feiertag. Das heißt, die Kirchenglocken könnten hin und wieder mal im Hintergrund ertönen. Da mache ich das meistens zu. Ja. Aber ich mache sie gleich mal auf. Du kannst ja trotzdem mal betonen. Ja, mache ich. Jawohl, jetzt sieht man das. Können wir wieder runter. Wo hörst du das jetzt? Ich höre gar nichts, aber ich sehe das. Du siehst das? Ich will noch mal kurz, ja. Auf der Kamera kannst du sehen, wenn wir reden. Weil dann stelle ich mich eher so in den Wind, dass der nicht so hier rankommt. Mhm. Und du bist hier eh auf der anderen Seite, genau. Wo sind wir denn hier eigentlich? Was soll ich denn sagen? Also. Jetzt in der Nähe von Erfurt oder? In Erfurt? Nee. In der Nähe von Eisenach.
ein wunderschöner Sommertag, den wir heute hier haben. Und Anne und ich haben überlegt, was machen wir? Wir fahren an die Ostsee. Ja, und wenn wir schon mal an der Ostsee sind, dann können wir doch gleich mal bei Carlo reinschauen. Ja, hallo Carlo. Moin. Es war eben norddeutsches Schmuddelwetter. Wie ihr es ja hier immer habt, ne? Genau, haben wir immer. Ja, man sieht es. Man sieht es ja auch an den Erträgen der Anlage. Genau. Oh, das Wasser kocht. Das Wasser kocht übrigens. Also, ja. Gut gemacht. Und jetzt, Auto ist jetzt leer, ne? Ja, du hast doch einen Tesla. Kannst du mir keinen Strom geben? Ich glaube nicht, oder? Aber ich könnte dir Strom geben. Das könntest du machen, ja. Ich könnte hier mit 3 kW dann laden an deinem Auto. Ja, ja, genau. Beim Ben, das ist der Wendelstein, das ist unser Hausberg da vorne. Das ist der Wendelstein, ich dachte, das wäre der Hohe Kaiser. Ach nee, den haben wir auf dem Weg hier schon gesehen. Wilde Kaiser. Na, Wilde, ja, Kaiser, so. Ist ein Kufstein in Österreich. Und du sitzt ja dann hier vor 26 Grad, schön gemütlich im Winter, oder? Na, wenn ich eure 19 Grad höre, mache ich schon die Fenster auf. Was? Ja. Das gibt's doch gar nicht, oder? Ich habe einen leichten Schnupfen, aber es wird gehen. Bei Mikrochecks mache ich immer, gibt immer so einen schönen Spruch. Herzlich willkommen beim Schluck 2, heute live aus Augsburg. Das Thema des heutigen Abends lautet Showbusiness und Alkoholismus. Unser ursprünglich geladener Gast Marlon Sud Brando konnte leider nicht erscheinen, weil er sich auf einer unaufschiebbaren Entziehungstournee befindet. Aber wir haben natürlich hochprozentigen Ersatz für ihn gefunden. Unser erster Gast kommt direkt live aus den Trockendocks aus England und präsentiert uns nun unseren neuesten Hit I Sacrifice My Life for Zwetschgengeist. Das ist witzig mit diesen Dingern hier. Ein Rohr und noch ein Rohr. Sehr schön. Ja, das passt es. Wenn hier einer ein Haus hinbaut, dann habe ich hier leider den Miesepeter gezogen. Richtig, das, ne? Ist so, ja, genau. Weil sonst kannst du die, glaube ich, wirklich wieder abbauen, weil dann bringt die gar nichts mehr. Ne? Es soll gerade eine Feuerwache bei uns gebaut werden, ein neues Gerätehaus. Ich hoffe nicht, dass es hier hinkommt. Ja, so ein Modul ist im Grunde ja schnell geklaut. Ja. Hab die extra gesichert, sodass es auf jeden Fall schwieriger ist, sie mitzunehmen und auffällt. Okay. Und es gibt auch den Videobeweis. Oh. Können wir machen. Anne, ja, möchtest du so eine Lampe haben? Ich find's cool. Aber Anne ist ja die Frau, die hat auch die App auf dem Handy und guckt ständig drauf. Ja. Ja, wir sind heute hier bei Matthias und wo sind wir denn hier überhaupt genau? Was dürfen wir denn sagen? Kronach, ganz im Norden von Bayern. Wie viele Einwohner hat Kronach? 17.000 ungefähr. Ach ja, da werden sie dich ja nicht sofort finden. Ja, nee. Nee, mach du mal. Gut, dann nehmen wir los. Boah, Matthias, wo sind wir denn hier gelandet jetzt? Ja, das ist jetzt unsere Heizzentrale sozusagen mit Ambientebeleuchtung. Also. Nee, mach du mal. Ja, aber es ist auch nur dafür gedacht, für hier, also zu Hause, Arbeit, Einkaufen, so. Wir waren damit auch schon mal in Dresden. Ja. Du machst einfach nur so eine Handbewegung gleich und dann drehen wir uns um und ich leg los. Und müssen natürlich noch dazu sagen, die bleibt natürlich nicht so, wie wir sie im Hintergrund sehen. Nein, die bleibt nicht so. Die wird noch ein bisschen hübscher gemacht. Genau. Also ich würde empfehlen, das ist echt laut. Wieso? Ich will jetzt auch zum Ende kommen. Hört man das wirklich, ja? Ja, so laut wird man das da nicht hören. Hier steht natürlich die Wärmepumpe. Genau. Da ist natürlich die Frage, was kostet denn so eine Wärmepumpe? Was hat sie euch gekostet? Also so wie sie jetzt da steht, mit Montage hat sie 18.500 Euro gekostet. Vor Förderung. Wow. Haben uns dann die 35% vom BAFA geholt, 6.500 Euro weniger. Und dann haben wir unsere Gasbrennwerttherme mit 500 Liter Pufferspeicher, der wirklich auch so breit hier drin stand, noch für Kauf für 4.000 Euro, sodass wir insgesamt auf ein Invest kommen von 8.300 Euro. Ja. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. die Sonne scheint nicht. Das Auto lädt nicht. Ne? Das ist geil. Der Wind weht. Ja. Das Kohlekraftwerk steht still. Das ist einfach vom Blitz. Ich meine, wie vom Kabel oder wie, so abgeschmurgelt. Oder ist das jetzt hier? Da war nichts dran. Also da war nur ein benachbarten PV-Modul. In dem Abstand irgendwo. Mhm. Und ob das jetzt in die Welt gesprungen ist. Gut, fangen wir an. Gut. Wir sind jetzt bei Andreas hier im Keller und haben hier seinen kleinen Wechselrichter-Fuhrpark vor uns. Du bist den Weg gegangen, den viele noch gehen könnten.
das soll wieder ein gutes Beispiel dafür sein, wie man es machen kann und wie man vielleicht auch die Nachbarn mit inspirieren kann. Könnt ihr mal ein bisschen so tun, als ob ihr euch unterhaltet? Willst du das Handy nochmal weglegen? Ja. Willst du einen Zettel da liegen haben? Ja, das dürfen wir, weil. Ja. Oder hast du das alles auswendig? Hast du das auswendig sonst? David, kannst du es sonst auswendig? Das ist das Problem. Bei Photovoltaik sage ich ja immer. Was? Guck doch mal die Kamera. Ach so. Du rutschst auch mal weiter raus. So, guck mal. Ach, sorry. Wenn du sowas sagst, sprich doch mal in die Kamera. Dann kann ich die Birne machen, weißt du? Okay. Birne! Ja, ja. Gut, nochmal. Ja. Ist Mogli gerade lang gelaufen, ne? Muss ich mal kurz. Ja. Dune Novas Grub über das Brot. Oh, lecker. So? Schön am Körper, schön festhalten. Ja, immer die Hand auf dem Fuß. Ich hab, ja. Fester, oh, desto sicherer fühlst. Na du? Ich hoffe, du hast keine Angst vor mir. Du. Oh, nee. Mein erstes Huhn. So, hier Bayern, da Hessen, da Thüringen, richtig? Genau. Hessen, Thüringen, Bayern. Wir sind jetzt hier in die, wie ich immer sage, Technikzentrale gewechselt. Diesmal ist es die Garage, nicht der Hauswirtschaftsraum, nicht der Keller. Ich bin auf Normalmaß zusammengeschrumpft. Oben waren wir noch gleich groß auf der Wiese, ja, weil die Wiese schief war. Aber jetzt sieht man die wahren Größenverhältnisse hier, wenn es doch ja, fast einen Kopf größer als ich. Wieso? Ja, weil das Dach so toll ist. Ich glaube, 8 Minuten habe ich gefilmt. Ja, ich will dich jetzt nicht untereinander bringen, du hast bestimmt schon was im Kopf. Ja, natürlich habe ich was im Kopf, aber ja. Ich überlege gerade. Es läuft schon. Schon wieder was für die Outtakes für Weihnachten. Okay. Gruß an der Stelle. Sharknado. Wie lange brauchen wir? Oh, insgesamt wollen wir so eine halbe Stunde machen. Hier draußen? Nein. Jetzt mal 40 Jetzt Cent. Jetzt mal 4. 4.400 Euro. 4.400, das heißt 3.300 Euro mal eben gesteigert. Mal eben gesteigert. Heizkosten über ein Jahr. Und deswegen, liebe Leute, das Ding muss ganz schnell raus hier. Und ich gehe davon aus, dass ihr den jungen Mann neben mir hier kennt. Das ist der Jens. Hallo Jens. Hi Martin. Schön, dass wir hier sein können. Danke für den jungen Mann. Ja, gerne, immer gerne. Aber ich teste die halt ja auf meine Weise. Ja. Hab ja meine Referenzstrecke, die ich immer fahre, meistens bei Richtig. Regen, wie das genau. meine ja, ja, Abonnenten ja. kennen. Ich bin ja als Rainmaker bekannt hier. Ja. Dass wir heute Sonne haben, ist ja. absolut ungewöhnlich. Ja. Hopp. Geh mal zu Martin. Jetzt wieder nicht. Meiler. Hast du nicht gesagt, der Hund versteht alles? Ja, jetzt kommt noch mein Eswillermin. Willst du? Gerne einen Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, drückt auf die Glocke, dann bekommt ihr auch mit, wenn wir was Neues machen. Instagram nicht vergessen, reinschauen, da sind wir auch vertreten. In diesem Sinne, danke ich für eure Aufmerksamkeit und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Fertig. Super. So, wir müssen jetzt schnell machen. Gebt dem Video gerne einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke. Instagram sind wir auch vertreten. In diesem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit und sage tschüss, bis zum nächsten ciao, ciao. Mal. Und wir hauen ab, es regnet.